wurde aber innerhalb dieses Spiels nicht einmal erwähnt. Glaube ich, vielleicht zum Anfang oder so, weiß ich gar nicht mehr. Kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Aber stimmt, so heißen sie ja. Oh, ich bin lange weg, es ist schon echt spät. Oh. Und doch nicht, oh. Das sind wohl die irgendwelche Crewmitglieder von der Ishimura. Will ich jetzt mal tippen. Schade, schade, schade. Geigen zu. Da waren drei von denen, glaube ich, ne? Ich glaube, einer ist noch. Kein Witz. Schlafblock, ja. Ich hab da Schlachtbank gelesen. Das wäre auf. Was? Alter! Ich dachte, der ist erledigt. Und ich hab den noch gar nicht gehört. Normalerweise hört man die doch immer. Ich hab gerade so viel Munition verschossen, krieg ich nur wieder davon. Ja, hier haben dann wohl die. Persönliches Logbuch. Wie heißt es halt hier gelebt? Um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn diese Einträge abgehört werden, werden meine Taten rehabilitiert sein. Ich bin Unitologe. Der Captain auch. Inzwischen ist es vermutlich kein Geheimnis mehr, dass wir gar nicht in diesem Sternsystem sein sollten. Aha. Nur ein weiterer Abbaujob für die Firma. Bis die Kolonie den Marker fand und die Kirche aufhorchte und mich schickte, diese Pilgerreise anzuführen. Sie versicherten mir außerdem, dass ein Großteil der Crewmitglieder streng gläubig sei. Meine primäre Anweisung lautete, den Marker in der Kolonie abzuholen und auf das Schiff zu bringen. Dr. Kain, der CSO, ist Experte für den Originalmarker und erhielt die Aufgabe, auch diesen zu entziffern. Er sagt, er mache gute Fortschritte. Meine Entscheidung, eine Quarantäne über die Kolonie zu verhängen, war gerechtfertigt. Die haben da unten eine Art Epidemie und ich darf nicht zulassen, dass sie aufs Schiff übergreift. Nicht bei dieser kostbaren Fracht. Nicht, wenn wir so nahe sind. Der Planet wird morgen geöffnet. Wir werden den Marker weiterhin entziffern und bei unserer Heimkehr unsere Ergebnisse und den Marker der Kirche übergeben. Die Regierung wird das hier nicht vertuschen. Altman sei gepriesen. Dann muss das ja irgendjemand finanziert haben, also wenn selbst der Captain Unitologe war, dann muss das ja irgendjemand finanziert haben, der jede Menge Geld hat und auch ein streng religiöser Fanatiker ist. Denn scheinbar waren ja hier sehr viele Leute auf dem Schiff religiös. Und die sollten hier gar nicht sein in dem Teil des Universums. Also muss man ja irgendwelche, ich nehme an, Aufzeichnungen gefunden haben, die darauf hindeuten, dass er hier liegt. Und das mit dem Bergbau war also nur so eine Art, ja, Vertuschung, dass nicht gleich jeder mitbekommt. Das Schiff wurde von verdammten Unis befehligt. Bisher bekannte Unis, ah ja, sag ich ja, die Unitologen. Persönliches Logbuch von Whitey, der First Officer. Okay, siehst du, der war also kein Unitologe. Der Captain, oh, warte mal, Mercer? Maynard Sheen? Okay, keiner, gut. Keinen nicht kennen. Dann war das praktisch eine Mission, um diesen Marker zu finden. Sehr interessant.
So, haben wir hier noch einen Textlog oder so? Vielleicht erfahren wir hier noch irgendwas über die Story. Was? War ich hier schon drin, oder? Ne? Nee, ich wollte schon sagen. Es sah so unaufgeräumt aus, als hätte ich schon alles zueinander gebracht. War also der Captain auch so ein religiöser Fanatiker? Was ist das hier noch für ein Bild? Sieht schon wieder alles so verdächtig aus hier. So. Oh, wo bin ich denn überhaupt? Shuttlebetrieb. Achtung, aktiver Flugbetrieb. Irgendwas ist doch hier faul. Definitiv. Ich gehe mal rein, aber ich glaube nicht, dass es so losfliegen kann. Zumindest noch nicht. Okay, sag hier. Die wäre auch zu einfach gewesen. Oh ja, und sie kommen. Ich höre sie. Kontrollraum. Verbarrikadiere den Kontrollraum, du Mensch. Das ist ein komischer Kontrollraum. Ah, hier. NAV-Karte benötigt. Ich habe doch eine. Zumindest hatte ich mal eine. Ich habe definitiv eine. Hä? Ich war doch gerade drin. Alles klar. Alles klar. Okay, jetzt. Ja, weiß ich. Ausgezeichnet. Ja, was vergessen? Ich gehe hier rein. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Uah! Das Spiel ist der Unbesiegbare. Der Unbesiegbare. Wenn ich ihn hier reingelockt kriege, wäre es vielleicht ganz geil. Oh, es sind mehrere. Oh mein, neue Fresse. Kommt der denn schon wieder hier? Versuch's einfach mal. Au! Au! Scheiße. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Hab ich's da einen erwischt? Testzündung des Shuttle-Antriebs. So zum Kotzen hier gerade. Ich hab kein Medipack mehr. Es kann doch nicht sein, dass ich kein Medipack mehr habe.
Boah, sind die Viecher essen. Jetzt kommen die ja nicht raus. Nein, nein! Testzündung des Shuttle-Antriebs. Ich hab das hier wieder nicht erwischt. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Er kommt hier nicht lang. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch einfach, das kann doch nicht so schwer sein, ihn da reinzulocken. Ich habe auch keine Stase mehr und das. Oh. Das heißt, ich muss auf ihn schießen. Nun komm! Oh, jetzt kommt der schon wieder hier nicht lang. So, das muss aber reichen jetzt. Du kannst dich aber nicht so schnell regenerieren. Oh, seh zu! Seh zu! Testzündung des Shuttle-Antriebs. Los! Nochmal! Boah, das ist doch eigentlich ganz einfach. Die anderen waren gerade das Problem. Bitte warten. Worauf denn? Funktioniert? Ja, natürlich. Ja, es wird funktionieren. Es ist noch nicht zu spät, das Richtige zu tun. Das Shuttle muss vor dem Start entsichert werden. Da, die Kontrollplattform. Sie müssen die Abdockung durchführen, während ich den Shuttle-Antrieb starte. Das wird uns wieder ganz machen. Beeilen Sie sich! Ich nehme das Shuttle zum Flight Deck, wo der Marker aufbewahrt wird. Der haut ohne mich ab. Shuttle-Sicherung. Der haut ohne mich ab. Du Drecksack. Kommen Sie dorthin, dann bringen wir den Marker an Bord. Ja, Amelia. Bald werden wir ihn nach Hause bringen. Keine Ahnung, ob kein verrückt ist oder nicht, aber wir brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Jedenfalls vorher. Seltsam. Liegt hier noch was? Nein. Oh ja, das ist jetzt wirklich dringend. So. Ihre Zeit ist gekommen. Fürchten Sie sich nicht. Es besteht kein Grund, sich zu wehren. Viele sind schon vor uns gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Reise gemeinsam antreten, den Tod überwinden und die Zukunft ihren Kurs nehmen lassen.
Kommen Sie mit mir und erblicken Sie das Angesicht Gottes. Ich glaube, der wurde gerade platt gemacht. Da hat er seinen Gott. Null. Sich gar nicht gerade. Gut, nach unten. Oh. Ich hatte Schrock. Bei mir knackt manchmal die Fenster und das war gerade ganz laut und ja, ich bin etwas schreckhaft. Okay, in die Monorail. Kommt hier noch ein Elbskapitel oder was? Ishimuna Morrel, say. Kapitel 10, das Ende aller Tage, abgeschlossen. Kann ich endlich von diesem Schiff verschwinden? Ja? Okay, gut. So. Isaac! Mr. Clark. Ich nähere mich jetzt dem Shuttle-Hangar. Sie müssen irgendwie zur Frachtbucht kommen. Der Marker, er wird dort drinnen aufbewahrt. Es gibt dort einen Frachtkran, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Das ist der einzige Weg. Ja, na klar, ist dabei, logisch. Von mir aus können wir auch leicht den ganzen Planeten in die Luft jagen, wenn du willst. Bin ich auch mit dabei. So, ich brauche definitiv Medikits. Medipacks, ich nehme mal. Ja. Idiot. Total sinnlos gerade eigentlich. Aber es geht auch schnell. Was? Oh je. Kann ich die von hier oben beschießen eigentlich? Geht das? So, dann ist noch eine. Ich kann mich gerade um diesen Abflug machen. Sah lustig aus. So. Ja, ist ja gut. Ich komme mit.
Was ist das hier? Fracht geboren. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Der Marke ist. Das ist der Marke. Das sieht doch schon so unheilvoll aus. Frachtlieferung 782 wird ausgeliefert. Für weiteren Frachttransport wird Chinesen. Jetzt bei Amazon bestellbar. Einmal Marke. Vom Planeten Hölle. Er läuft. Danke. Schön, dass er mir direkt vor die Füße fällt. Schießen kann. Alles daneben. Meisterschütze. Komme ich überhaupt drüber? Okay, machen wir anders. Ich habe eine bessere Idee. Okay. Die Idee hat sich schon wieder vergrößert, da ich keine Stars besitze. Hier. So. Okay, der lässt mich nicht rüber. Wenn er schreit vor Schmerzen, dann muss er auch besiegbar sein. Dann muss man ihn auch töten können. So, was hat mir das jetzt so gebracht, dass ich auf die geschossen habe? Achso, genau, ich brauche das Chinesen-Modul. So, das ja verschieben. Jetzt hat man das Spiel. Alter, wie lange soll ich denn hier rumschieben? Boah, wie kommt der denn schon wieder her? Nein! Ich will jetzt die Tasse kotzen. Geil. Soll ich das Ding dann darüber schieben, wenn ich ja dauernd angegriffen werde? Jetzt gerade
Turm 782 wird an Hangarbucht ausgeliefert. Der Lastenaufzug. Marco ist im Hangar. Sie können ihn jetzt im Schatten verlassen. Ja, ich soll mich beeilen, ja. Alter, boah! Alter! Oh, wo kommt der denn jetzt hin? Meine Güte, hau ab, ihr ekelhaften Viecher, ey. Tschüss, ey. Ich muss kurz nachladen hier alles. Ist das da richtig? So was meine ich hier schon wieder. Der Marker muss da verladen werden und muss sich da runterholen und da hin und her schieben. Es scheint mir alles so, als würde das unnötig in die Länge gezogen werden, alles. Ich verstehe es nicht. Also, das ist, ja. Für die bisschen alle. Obwohl das Spiel ziemlich gut ist. So, 3 Stück habe ich. 1, 2, 3. Ja, würde gehen, aber mache ich nicht. Geht auch nicht. Auch nicht. Ja. Muss ich warten, bis ich noch einen finde, sonst. So. Ich habe die Stromzufuhr zum Aufzug wiederhergestellt. Bring ihn zum Hangar und schaff den Marker an Bord des Shuttles. Ich gehe gleich hoch zum Flight Deck. Oh Gott. Ja. Ich renne lieber. Rennen ist eine gute Sache, definitiv. Ich muss mir Medikits kaufen. Furchtbar, ey. So, ich habe doch hier nichts eingesammelt. Oder? Nee, nee, doch nicht, doch, ne? Doch nicht. Mhm. 11.000 gerade mal. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Ja, ich glaube, so haben die Entwickler hier ein bisschen die Ladezeit überbrückt. In dem Fahrstuhl. Und sonst hat das Spiel auch wirklich die gar keine Ladezeiten. Finde ich sehr gut. Okay. Ah, jetzt Licht. Ah, hier hat doch alles angefangen. Hier hat alles angefangen. Und hier wird alles enden.